Es geht wieder los. Hier bin ich, Fred von Fettspielen und dem 56. Part unserer Age of Empires 2 Reihe. Wir spielen die Map Mittelbrücke, die mich ja erreicht hat. Und warum spielen wir Mittelbrücke? Wir spielen Mittelbrücke, weil ihr es so wollt. Ich habe ja ein Voting angezettelt und da haben sich doch eindeutige Mehrheit hat sich doch ausgesprochen für die Mittelbrücke. Und ich bin hier an dieser Mittelbrücke, der besagten. Es gibt ja nur 3 Zugänge und ich habe diese Zugänge auf jeden Fall hier im Blick. Was nicht ganz so gut ist, ist, dass wir hier gerade sehen, dass 3 Leute auf der Seite sind. Moment. Wenn das jetzt wirklich tatsächlich so ist, dann sollte es ja so sein, dass das rechte Team nicht rechts ist und das linke Team nicht links. Aber, okay, alle scheinen die richtigen Startpositionen zu haben. Okay, alles klar. Also, wir haben hier wieder eine Custom Map und schon hat man hier einzelne Verirrungen und Verwirrungen. Aber es scheint, obwohl jetzt sagt einer wieder ja. Ich sehe hier doch den Startpunkt. Oh je, ich glaube, wir werden jetzt eine Mittelbrücke spielen, die so tatsächlich nicht gedacht worden ist. Gut, wir gehen einfach mal davon aus, dass es vielleicht irgendwie klappt, aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wir müssen eigentlich mal einen Scout haben. Einen Scout quer über die Map jagen und dann würden wir das sehen. Leider starten wir hier nicht mit einem Scout, dafür noch mit vielen, vielen Dorfbewohnern, die ich jetzt erst entdeckt habe. Ich könnte ja mal einen Hafen bauen. Ah, nein, hier sind keine Hafen möglich zu bauen. Doch einer, immerhin. Ah, das wurde schon mal ganz, ganz fein gemacht. Beziehungsweise ganz schlau gemacht, dass man darauf geachtet hat, dass man hier nicht überall Häfen bauen kann. Aber hier ist das der Fall. Und dann mache ich es dann auch gleich mal. So, endlich wieder Age of Empires mit einer Custom Map. Ihr habt für diese Map gestimmt. Ich habe ja dieses Voting angezettelt und die meisten Stimmen, 17 an der Zahl oder 16 waren es für die Mittelbrücke. Götziland hatte auch so 11 Stimmen ungefähr, das war dann auch doch eine Map, die auch noch sehr, sehr viele Anhänger, sehr viele Freunde gefunden hat. Mit Bonespitze gab es nur 4 Punkte und Spielewiese gab es nur eine Stimme und dafür waren also nicht ganz so viele waren davon begeistert. Egal! Jetzt sind wir auf jeden Fall alle begeistert und werden mal schauen, ob diese Map hält, was sie verspricht. Die Verteilung der jeweiligen Team-Member ist schon mal etwas fragwürdig. Müssen wir mal schauen, ob das auch zu Problemen im Spielverlauf führt oder ob das dann vielleicht das Ganze sogar noch dynamischer macht. Das werden wir alles sehen. So, ich bin auf jeden Fall in dieser Schlüsselposition hier auf Position 4. Und zwar ist ja hier die Brücke und ich bin quasi direkt verbunden über diese Brücke mit dem Gegner. Und da müssen wir mal schauen, ob hier nachher die gesamte Action spielt, der gesamte Kriegsschauplatz. Habe ich natürlich jetzt eigentlich die beste Position, um auch ein sehr spannendes Let's Play zu machen. Denn wenn natürlich die meiste Action hier bei dem gelben Spot spielt, ist natürlich auch gut, dass ich dann auch gelb habe und gelb genommen habe. Dann wollen wir mal sehen, wie weit wir tatsächlich dann damit kommen. Okay. So, ich werde jetzt erstmal noch ein Holzfällerlager bauen, damit das ein bisschen schneller geht mit dem Holz und auch keine weitere Dorfbewohner. Dann können wir nämlich gleich in die nächste Zeit einsteigen, brauchen aber noch ein Gebäude. Ja, eine Mühle wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Da habe ich jetzt aber natürlich kein Holz für. Aber vielleicht, wenn hier gleich das Holzfällerlager steht, ich habe ja noch einen Hafen hier, dann sollte vielleicht auch die Feudalzeit drin sein. Ist sie auch und es geht weiter. Ich spiele übrigens die Azteken, nicht weil ich sie mir gewünscht habe, sondern weil tatsächlich ich mich diesmal dafür entschlossen habe, Zufall zu nehmen. Aber mit Azteken habe ich ja schon mal ein paar ganz, ganz nette Runden gemacht. Finde ich auch ein super Volk hier bei Age of Empires und dann nehme ich das doch mal einfach wohlwollend zur Kenntnis. So, zur Kenntnis nehme ich auch mal die Map. Wir haben sie ja das letzte Mal schon gesehen bei der Kartenwahl, dem letzten Let's Play oder dem Let's Show, wenn man es so nennen will.
Da habe ich ja mal alles gezeigt. Ansonsten habe ich nicht mehr in die Map reingesehen, nicht mehr reingeschaut. Das heißt, auch ich bin jetzt genauso unbeleckt hier, wie ihr wahrscheinlich auch. Auch ich schaue jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, wie das alles so aussieht, wo es wohin geht und was wo ist. Und bin genauso gespannt darauf, wie sich diese Map spielt, wie ihr es wahrscheinlich auch seid. So, wird auf jeden Fall spannend werden. Und ich bin in der nächsten Zeit. Da wollen wir gleich einen Marktplatz bauen. Das geht noch nicht. Braucht man eine Mühle für einen Marktplatz? Das weiß ich gar nicht. Das werden wir gleich alles sehen. Hier könnte ich aber schon mal ein kleines Lager errichten. Damit wir hier Gold abbauen können. So, wie wäre es mit einer Mauer hier? Oder vielleicht noch besser einem Tor? Supply läuft gerade ganz gut. Ihr seht es. 2640. Liegt natürlich daran, dass hier bereits viele Häuser stehen. Das erleichtert das natürlich alles. Man muss am Anfang nicht gleich erstmal 10 Häuser bauen, um ein paar Einheiten bauen zu können. Das läuft alles ganz gut. Was ich aber schon mal bauen kann, ist vielleicht noch ein Hafen. Aber hier gibt es echt keine Häfen. Ne? Also da kann ich dann was machen. Und dann können wir nicht mal schauen, dass ich gleich mal hier, da ich ja direkt im Grenzgebiet bin, vielleicht mal schaue, dass ich dort ein paar militärische Einheiten baue. Ein paar Galeeren. Damit wir da gleich etwas auf die Kacke hauen. So. Auf Zack, hat die gesagt, oder? Habt ihr es auch gehört? So, auch mal hier weiter zur Befestigung. Und jetzt, Galeeren bitte. Und wir brauchen wahrscheinlich mehr Holz. Wenn wir hier groß in die Bootsproduktion einsteigen, kann man nicht genug Holz haben, würde ich sagen. So, wir müssen auch mal ein bisschen mit dem wenigen Platz, den wir haben, ein bisschen schlauer versuchen zu operieren. Ich werde mal die Felder nach und nach halbwegs nah ranbauen. Dieses Haus gefällt mir nicht. Das könnte ich eigentlich gleich einäschern. Hihi, das mache ich auch. Einfach, weil ich es kann. Und während hier schon der erste in der Ritterzeit ist, muss ich mir mal fragen, wie ich da auch vielleicht mal schnell hinbekomme. Vielleicht indem ich weniger Dorfbewohner baue, dafür mehrere Häfen. So, hier wird bereits geschossen. Das bin ich. Beziehungsweise ich werde angegriffen. Aber kann mich ja hier vielleicht mal positionieren und ein bisschen das bewachen, was da passiert. Oh Gott, diese ganzen asymmetrischen Felder machen mich völlig wuschig. So kennt ihr mich. Kann ich überhaupt nicht leiden eigentlich. Aber damit muss ich jetzt leben. Damit muss ich auch selbst klarkommen. Das ist ganz klar. So, ich brauche unbedingt mehr Holz. Kann auch schon gar keine... Ah, da bin ich gar nicht mehr schlecht positioniert hier. Kann ein bisschen Ärger machen. Oha, da soll also ein Hafen gebaut werden. Das wollen wir nicht. Da werden wir gleich mal was dagegen unternehmen. Aber wir können jetzt endlich einen Marktplatz bauen. Das wiederum finde ich sehr gut. Sehr schön. Ginos erster Versuch, einen Hafen zu bauen, ist gescheitert. Den habe ich vereitelt. Jedenfalls hier auf dieser Seite. Wir wissen natürlich nicht, was auf der anderen Seite so passiert. So, ich könnte eigentlich gerne mein Transportschiff bauen und übersetzen. Dann wollen wir mal das weiter durchmischen hier und noch mehr Ärger machen. Ärger machen ist was ganz Feines. So, jetzt brauche ich nochmal eine Schmiede, wenn ich Holz hätte. Kartografie ist, glaube ich, bei dieser Map, gerade bei der neuen Map, auch eine ganz, ganz gute Sache. Auf Zack! So sieht's aus. So, Schmiede. Und los geht's. Ich spiele gerade sehr ungewöhnlich für mich. Ich versuche gerade so ein bisschen offensiv zu agieren und nicht mich gleich mal einzumauern und zu schauen. Aber das kann, glaube ich, hier bei dieser Map gar nicht schaden. Gleich mal ein bisschen auf Zack zu sein, wie es meine Leute auch sagen. Dann werde ich das auch einfach mal machen. So. Könnte jetzt wahrscheinlich auch gleich in die nächste Zeit kommen.
Besser spät als nie, wie ich immer sag. Sobald die Schmiede fertig ist, kann es da weitergehen. Jawohl. Da sind wir. Nächste Zeit. Und weiter geht's. So, dieses Haus werde ich gleich mal wieder einreißen. Und ich glaube, ich bin gerade in der falschen Tastenkombination gelandet. Aber bin jetzt wieder da. So, die ersten Fischkutter. Das ist natürlich super fein. Und ja, wir sehen es. Okay, wir sind also, haben hier jeweils einen anderen auf der anderen Seite. Es ist also nicht Seite gegen Seite. So war die Mittelbrücke vermutlich konzipiert. Aber na gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlecht. Es bringt ja nochmal ein bisschen Action hier rein. So ein bisschen Varianz und ein bisschen Abwechslung. Mal schauen, ob es dann tatsächlich eher nervt. Ob wir jetzt die Mittelbrücke sowieso falsch spielen und es nochmal spielen müssten. Oder ob es einfach gut ist und das noch spannender macht. Wir werden es sehen. So, ich werde mich jetzt hier einfach mal so ein bisschen auf der anderen Seite des Flusses einnisten. Baue hier schon mal auch Häfen vielleicht gleich. Ein Dorfzentrum. Da mache ich mal ein bisschen Stress auf der anderen Seite des Ufers. So. Dann kann ich schon gleich mal Kriegsgalären entwickeln. Auch da kann es weitergehen. Hier können wir ein weiteres Dorfzentrum errichten. Und mit diesen beiden Galeeren haben wir immerhin hier ein bisschen Ruhe an der Küste. Und das ist auch nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich hier so viel Holz für die Felder auf Vorrat ausgegeben, dass ich das andere Feld gar nicht mehr beackern kann. Aber das hat sich hier schon erledigt. So. Auch hier über das Ufer gekommen. Wollen wir nochmal weiterbauen. So, hier haben wir das durch. Müsste jetzt eigentlich auch mal mehr Stein bekommen. Oh ne. Jetzt kommt natürlich da von der anderen Seite. Oh ja, da habe ich noch Geist gemacht auf der Seite. Ja, das ist natürlich sehr schlecht. Da muss ich mich jetzt hier komplett neu umorientieren und kriege hier natürlich jetzt auf die Kasse. Das ist natürlich blöd. Bin jetzt ja hier völlig wehrlos auf der Seite. Eigentlich total dumm. Gar nicht dran gedacht. Da werde ich auch mal eine Kriegsgalerie bauen müssen und hier aufpassen müssen. Tja. So kann es kommen. Schon wieder im Stress hier. Ja, da wird mir alles kaputt gemacht. Aber die nächste Kriegsgalerie kann das ja vielleicht schon handeln. Ja, da wurde auch schon eine Dings gebaut. Ihr habt es gesehen. Eine Burg. So, hier mache ich mal auch ein bisschen dicht. Ja, das ist schlecht. Dieses Gebiet muss ich schon noch safen, ne? Hier sollte ich noch einen Hafen bauen. Moment, habe ich Holz für nix. Ah, da kommen sie schon. Da baut er mehrere Häfen. Jawohl, da wird eine richtige Flotte zusammengezimmert. Das ist schlecht. Jetzt habe ich mich hier genau auf die falsche Seite des Flusses gestürzt, wenn man das so will. Und müsste mir jetzt hier was Neues zusammenzimmern. Kommt wahrscheinlich gleich eine unschöne Flotte auf mich zu. Dann rüsten wir hier mal auf. Noch ist hier nichts vorbei. So. Die Leute im Transportschiff werde ich jetzt einmal quer bei der über den Fluss schicken. Hier werden wir eine kleine Pforte errichten. Ein bisschen
bisschen gemauert wird jetzt schon noch, ne? Jetzt habe ich doch keine Einheiten. Wie groß angekündigt. Oh ne, hier geht schon. Ja, und da ist es, ne? Keine Einheiten und schon macht es sich negativ bemerkbar, würde ich sagen. Da hätte ich auch mal schneller dran denken und eher dran denken können, dass es hier auch schnell zu einem Landkrieg kommen könnte. Tja, so ist das immer. Hätte, hätte. Oh Gott. Ja. Oh, jetzt kommen die Ritter sogar. Also, das wird hier unschön. Bin jetzt natürlich wieder leicht überfordert, wie so schnell und wie so gerne. Tja, hier wäre ja irgendwo eine Burg auch angebracht und vielleicht auch weitere Militärproduktionsstätten. Da muss ich jetzt nachholen. So, muss jetzt unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit bewältigen hier. Aber ich sollte meine Schiffe nicht in Nahkämpfe verstricken. Das war selten eine gute Wahl. Ja, mein Norden ist halbwegs geplündert und kaputt. Das ist auch nicht gut. Immerhin steht meine Mühle noch. Noch. Und ich muss erstmal meine Echo ein bisschen wieder pumpen hier. Es fehlt mir Gold. Und das ziemlich viel. Ich könnte vielleicht auch mal meinen Marktplatz benutzen, ein bisschen was verkaufen. Und hier irgendwo ganz heimlich noch eine weitere Städte des Schreckens errichten. Okay, das ist jetzt meine letzte Zuflucht hier hinten. Genau, da baue ich ein Holzarbeiterlager. Und wenn alle Strecke reißen und mich jemand kaputt macht, habe ich hier immer noch zwei Dorfbewohner, die Holz hacken. Das ist auch mal eine Ansage, oder? Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Schiffe, oder? Und vielleicht sollten wir unsere Schiffe auch mal hier ein bisschen aufpumpen. Ich glaube, es wird doch nur einer. Nein. Adam und Eva. Ein Pärchen. Am Ende der Welt und am Anfang der Welt. Das Tor ist offen, ne? Ich könnte quasi sein Tor kaputt machen. Ich mache mir so einen speziellen halt Petarden. Da hat er eine Burg hingebaut. Da hat er eine Burg hingebaut. Das ist mal kackfrech. Ich muss in die nächste Zeit. Und zwar schnell. Und zwar jetzt. Jetzt wird es mir langsam zu viel hier. So, genug Dorfbewohner. Jetzt müssen wir militärisch kommen. Er baut da noch eine Burg. Gino, ein Burgenwasch. Was hier los ist? Kriegt die Krise, ey. Ja, Imperialzeit. Da muss ich jetzt auch schnell hin. Da kann ich nämlich
alles wieder abreißen, was hier oben gebaut wird. Meine Fresse. So, gleich erstmal gucken, ob ich tatsächlich auf dem Seewege nochmal kommen kann. Oh, meine Mühle geht gerade kaputt. Dann brauche ich eine neue, würde ich sagen. Hilft ja nichts. Man hat jetzt doch hier sehr wenig Platz, muss man sagen, auf dieser Karte. Kann hier jetzt nicht so richtig gut groß Gebäude bauen. Aber gut. Damit muss ich jetzt klarkommen, würde ich sagen. Oh ne, jetzt ist Gino schon Imperialzeit. Jetzt wird's hässlich. Er ist vor mir in der Imperialzeit und ich muss jetzt unglaublich schnell Triebwerke bauen. Mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Und ich habe das Gefühl, das werde nicht ich sein. Okay. Wir müssen los. Wenigstens auf dem Seewege. Um hier noch irgendwas reißen zu können. Und da ist er durchgebrochen, wie man sehen kann. Das sollte ich mal schnell anders regeln. Oh, ne. Ach du Scheiße. Ja. Das wird unschön. Na, können die Petaden was ausrichten? Immerhin. Die Burg ist weg, die erste. nicht schlecht gemacht. Und da, auf dem Seeweg. Na, hallo. Hier passiert ja richtig was. Das heißt, hier feuern wir weiter. Hyper, hyper. Chemie, nicht genug Gold. Das ist scheiße. Ja, jetzt haben wir nicht genug Nahrung, war ja klar. Der macht die Schiffe halt kaputt. Schnell! Was ist denn das hier? Ja, okay, alles klar. Eben gerade noch einen nautischen Vorteil gehabt. Alles kaputt, alles weg. Weil meine Schiffe nicht richtig kämpfen wollen. Kennen wir alles. Oh ne, jetzt wird mein Marktplatz weggebombt. Ihr seht es kommen. Ja. Oh Mann, oh Mann. Alles schnell rein. Und jetzt ruckelt es uns zu Tode. Tja, nichts passiert mehr. Ich würde das Spiel ja gerne fortsetzen. Gino. Oder Real Pro? Gino! Hat er sich hier an mir die Zähne ausgebissen? Rage Quit! Tja. Keine Ahnung. Ja. Und da ist er raus. Naja. Vielleicht war er zu erbost, als ich ihm seine beiden Burgen kaputt gemacht habe. Auf jeden Fall ist er draußen und ich bin drin. Und jetzt geht's hoffentlich weiter nach vorne. So, ihr macht hier hoffentlich auch mal weiter. Hier kann weiter gekämpft werden. Hier sollten wir auch mal ein paar Brander oder Feuertheremen dazwischen bauen. So, da würde sich ein Dorfzentrum auch ganz gut machen. Mann, Mann, Mann. Also actionreich ist das Spiel auf jeden Fall. Die Karte hat großes Potenzial. Und echt eine Menge Energie drin. Ah, und da ist Real Pro, der Türke, und finished hier mit mir den Gino, der gerade rausgegangen ist.
Und ich kann mich hier langsam mal wieder ein bisschen sortieren. Hab jetzt ja auch doch relativ viel verloren. Das muss natürlich alles neu aufgebaut werden. Oha. Da könnt ihr nicht stehen bleiben. Genau. Dann geht das Ganze doch ein bisschen besser vonstatten. Puh. Das war spannend. Und es bleibt spannend, denn wir sind hier noch lange nicht vorbei. So, die Mittelbrücke unter Beschuss. Und da wurde noch jemand besiegt. Gamebox, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Auch im gegnerischen Team. Hat da jemand von euch Kämpfe auf der Minimap erhalten? Hier ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Ja, Real Pro. Real Pro ist hier wirklich gut abgegangen, kann man glaube ich sagen. Und wir sehen gerade Tobias V, wie er dort im Kampf ist. Also, King Quetzalcoatl, hier ist ja wirklich richtig was passiert. Wir waren jetzt natürlich die ganze Zeit jetzt verfangen in unserem eigenen Spiel, dass wir das nicht gesehen haben, aber sehr nice. Hier geschehen großartige Dinge und große Kämpfe. Okay. So, ich bin auch technologisch ziemlich hinten. Ich werde mir jetzt mal einen Bautrupp auf die andere Seite bauen, damit ich mal irgendwie auch mal ein bisschen Platz habe, was zu bauen. Das wäre mal was. Man könnte also die alte Base hier nutzen, um tatsächlich dann dort im großen Stile mal Gebäude zu bauen, Kasernen zu bauen. Das wäre mal eine feine Sache. Der Bautrupp kann kommen. So, los geht's. So, der erste Fischkutter hat schon keine Arbeit mehr. Soll er sich halt mal ein bisschen umorientieren. Und wir können jetzt ja auch über die Mittelbrücke laufen. Wir brauchen gar kein Transportschiff mehr zum Übersetzen. So, wie sieht's hier aus? Epische Kämpfe. Celador und Tobias V. Gehen hier weiter gegen Quetzalcoatl. Ich glaube, da wird gleich ein großer Vormarsch kommen. Da werden wir immer wieder natürlich mal reinschalten, um zu schauen, was da passiert. Und unsere kleine Flotte kann hier eigentlich einmal reihum und wenigstens ein bisschen mitgucken, was da passiert. Da geht's erstmal an die Echo. So, wir bauen eifrig Elite Adlerkrieger. Ich baue hier am besten noch eine Schmiede rein. Wenn ich nicht vergesse, Upgrades zu machen, wenn ich schon mal da hinten bin. Wir hier eine Burg bauen. Wir müssen erstmal Platz schaffen. Und wir sollten natürlich auch mit unseren Trebuchets unterwegs sein. Mehrere nachbauen. Am besten, um die ganzen Gebäude hier abzureißen. Infanterie. Kriegt auch ein bisschen was mit. Und Trebuchets sollten sich gleich mal darum kümmern, die Burg erstmal einzunehmen, die uns hier die ganze Zeit hier hinterrücks angreift. So, wie sieht's hier aus?
große Schlachten. Viele Pferde sind hier gestorben. Das kann man sehen anhand der Leichen. Und da geht's weiter und da kommt nur noch ein paar Paladine. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ah, sehr gut, da können wir noch ein Bergarbeiterlager errichten. Ein bisschen noch was holen da. Hier natürlich auch. Und hier gehen wir, wie versprochen, auf die Burg. So. Oh. Da können wir ein paar Fischerboote kaputt machen auf dem Weg. Und hier scheint der Widerstand gebrochen zu sein. Denn hier ist die Pforte offen. Die Schlacht ist geschlagen, scheint geschlagen zu sein. Querzyp hat aufgegeben und jetzt ist es nur noch Real Life aus dem gegnerischen Team. Und der kann natürlich hier 1 gegen 4 auch nicht mehr so viel ausrichten. Mal gucken, ob er noch es noch auf einen großen Kampf ankommen lassen will. An denen wir auch wieder mitmischen können. Sobald wir uns hier mal schön aufgebaut haben. So, ich brauche Gold. Gold soll ich bekommen. Wenn ich schon mal eine Partei, ein Volk der neuen Welt spiele, dann will ich natürlich auch die Einheiten benutzen. So. Die Burg ist immer noch nicht down. Und wir schauen, was hier passiert. So, hier wird gar nicht mehr weitergekämpft. Jetzt wird wahrscheinlich Real Life ausfindig gemacht. Und das ist er schon. Da sehen wir Real Pro, wie er schon mit seiner Armee hingeht. Ich würde sagen, da müssen wir jetzt natürlich auch mitmischen. Das hier alles ist ja sowieso nur Beiwerk. Ist ja schon längst draußen. Also nehmen wir mal den ersten kleinen Stoßtrupp und werden uns auch hier weiter vorwagen. Wie sieht's aus mit unserem Maritim-Team? Auch da können wir gucken. Oh, sehr viele Skorpione. Krass. Da könnt ihr. Oh. Wow, Real Life. Auch ein echter Freund der Skorpione. Da könnt ihr mal schauen, was da los ist. Sehr krass. Verteidigt hier mit Mann und Maus. Wir machen erstmal seinen Außenposten hier kaputt. Oh, das wird hart. Hier im Kreuzfeuer gehen sie alle unter. Oh, das ist gar nicht so einfach einzunehmen. Da muss man sich schon was überlegen. Hier müsste ich doch eigentlich durchkommen. Ich weiß gar nicht, warum alle so dumm rumstehen. Vielleicht sollte ich doch hier ein Haus kaputt machen, um einen besseren Weg zu haben. Weil meine Einheiten, ihr seht das ja, stehen eigentlich hier alle dumm rum. So, jetzt aber. Jawohl. Ach, jetzt gehen sie. Aber trotzdem einen anderen Weg. Ne? Ihr seid mir welche. So, die Skorpione gilt es noch zu besiegen. Und ich bin sogar schon am Bevölkerungslimit. Aber noch nicht am Totalen. Deswegen kann ich hier noch ein paar Häuser bauen. Und weiter geht's. Ja, also, weiß nicht, was mit der Wegfindung losgeht. Muss ich euch jetzt hier irgendwie von A nach B schicken? Also hatte ich eben gerade schon Probleme an der Mittelbrücke. Die Mittelbrücke macht Probleme hier. Aber meine Leute bewegen sich nicht vorwärts. Guckt euch das an. Ich schicke hier seit Jahren meine Leute weg. Und die Skorpione wurden noch nicht bezwungen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ey, hallo. Bewegt euch doch. Ist ja echt krass. Dazu kommt noch dieses unglaubliche Geruckel gerade. Das macht es natürlich auch nicht besser. So. Haben wir es jetzt? So, Adlerkrieger und Pikeniere gehen jetzt in die erste Gruppe. Dahinter noch ein paar Trebuchets. Und dann haben wir hier auch mal ein bisschen Platz zum Bauen. Deswegen habe ich halt überhaupt den ganzen Laden hier aufgeräumt.
Dann kann ich auch hier schon mal das Dorfzentrum errichten. So, wie sieht's hier aus? Da hat sich noch keiner ran gewagt. Da müssen wir mit vereinten Kräften ran, würde ich sagen, um Real Pro dort auch noch zu bekommen. Okay, jetzt aber so, Wegfindung. Wo geht's lang? Ah, ich komme da tatsächlich nicht durch. Ich müsste jetzt hier durch. Okay. Gut, dass ich das noch gesehen habe, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich noch weiter meine Leute von A nach B geschickt und hätte mich die ganze Zeit gewundert, weswegen da nichts passiert. Das ist immerhin durch und Real Pro hat mir die Pforte geöffnet. Sehr schön. So, Celadors Weltwunder ist fertig. Falls es doch nicht reicht. Tobias V. fragt sich, oder hat es auch gerade gecheckt, weswegen hier nicht weitergeht. Oh, da sind wir jetzt auch schon weiter. Die Elite Janitschars haben da schon einige Skorpione abgerissen. Aber ihr seht es, also das ist echt heftig. Da durchzukommen, das wird schwierig. Da muss man sich schon was überlegen. Ob wir das schaffen, glaube ich auch nicht. Ja, das ist jetzt mein Vorschlag. Einfach mal alle sammeln und mit vereinten Kräften dort ballern und nicht warten, dass die Skorpione einen nach dem anderen einzeln abschlachten. So könnte man es machen. Hier bewegt sich mal wieder alles in Mega-Zeitlupe. Also meine Einheiten sind da. Real Pro ist auch auf dem Weg. Tja, meine Meereseinheiten, meine Schiffe kommen überhaupt nicht voran. Da ist nichts auf dem Weg. Hat jemand anders noch Militär gerade? Ja, irgendwo muss ja noch was sein. Hier ist übrigens das Weltwunder, was uns dann einen Sieg nach Zeit, nach Punkten sichern würde. Normalerweise gebe ich nicht auf, sagt er. Jetzt würde ich sogar spannend finden, wenn er bleibt. Dann hätten wir hier nämlich noch einen letzten Kampf. Denn bisher macht er seine Sache ja sehr, sehr gut. Und verteidigt dort Eisern. So, wir werden uns jetzt trotzdem nach vorne wagen und uns den Skorpionen stellen. Und dann mal sehen, ob er auch diese Angriffswelle noch abwehren kann. Wird spannend. Nochmal zum Schluss. Und hier sind nur meine paar Adlerkrieger, die hier die Reste der Zivilisation von Gino ausradieren. So, und jetzt geht's los. Ich werde mich vielleicht einfach mal ein bisschen da an der Seite vorbeischleichen, wenn das geht. Oh ne, das wird nix. Da geht's mir schon los. Na, kommen wir da durch? Erstens ruckelt es wie Sau. Und zweitens komme ich hier echt nicht voran. Boah, guck dir an, diesen Flächenschaden, den Gebietsschaden, den sie machen. Da hast du mit deinen Billigeinheiten auch gar keine Chance. Da könnte ich nachher mal schauen, was ich dort reißen kann mit. Ja, Onagern. Onagern wäre, glaube ich, eine gute Sache. Ich werde jetzt also einfach mal einen Haufen Onager bauen. Dann mal schauen, was die reißen können. Tja, mein Trebuchets kann ich höchstens jetzt vereinzelt
mal einen Skorpion rauspicken. Das ist ja auch nicht so schlecht, aber sind natürlich auch mobil. Und rücken jetzt auch vor. Immerhin, ein paar kriege ich kaputt damit. Ihr seht es selbst. Und da ziehen sie sich sogar schon gerade zurück. Geil. Ein schwerer berittener Bogenschütze, der Hunnen, der auf dem Wasser gehen kann. Das ist mal was. Und wir gehen weiter rein. So. Dann geht's mal los. Onaga sind jetzt unsere Wahl. Aber, oh ne, da hat Real Life tatsächlich... Ah nein, jetzt sind meine Dings... Ah, zum Glück kommt Tobias gerade. Während ich hier mit meinen Trebuchets versuche, mein paar Gebäude niederzureißen, kommt der Hunne und seine Bogenschützen, die sogar auf dem Wasser gehen können, wie er hier beweist. Und gibt hier endgültig den Rest, würde ich sagen. Das ist ein GG. Sehr schön hat eigentlich Real Life durchgehalten mit den Skorpionen, die da kamen. Aber jetzt ist es vorbei. Toller Test von der Map Mittelbrücke. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ein bisschen wirr, ein bisschen wenig Platz. Aber auf jeden Fall ein Spiel wert. Und jetzt obliegt es euch zu entscheiden, ob ihr eine andere Map, ob ihr vielleicht Götziland sehen wollt, eure Nummer 2, oder ob ich wieder im dunklen Wald unterwegs sein soll. Eure Entscheidung, schreibt mir, kommentiert, gebt 45 Likes, dann geht es weiter. Bis dann, euer Fred von fettspielen.de.